So, dann gehen wir mal und fordern Donner zum Duell. Der hat's ja auch noch drauf angelegt. Da ist der. Der ist so ein arrogantes Arschloch. Ich bin so froh, dass ich ihn in den Kopf abschlagen kann. Meine Schwester und jetzt versucht ihr mir meine Liebste zu nehmen. Ja, so sieht's aus. Ich werde eure verdorbenen Knochen zermalmen. Wir treffen uns am Henkersblock oben auf dem Hügel. Ein passender Ort, um euch zu erledigen. Wie er überheblich ist. Er denkt sogar, er hat wirklich eine Chance. Das ist einfach süß, oder? Er ist richtig, so ein richtiger knuddeliger Donner ist der. Ja, ich meine, er hat nicht mal den Hauch einer Chance. Nicht mal den Hauch. So. Kann man hier graben oder so? Und es laggt schon wieder. Ist hier noch irgendwo was? Sieht nicht so aus, als wäre hier noch irgendwas. Hier irgendwo. Oder Fischi. Wir haben schon lange nicht mehr gefischt, fällt mir auf. Ich glaube, in dieser Aufnahme noch gar nicht. So, was haben wir hier? Durchdringungsverstärkung. Ich habe eh schon viel zu viel Verstärkungen. Da ist noch irgendwie Zeugs. Kann man hier graben? Es sieht hier so aus, als könnte man hier graben, aber es ist kein Schaufelsymbol da. So, dann öffnen wir die Truhe noch. Was ist denn hier Interessantes drin? Wir haben hier Ebenholzlangbogen. Oh, Sheriffschneuzer. Sehr schön. Und ein Willenskraft. Ist das ein Meisterelixier oder war das ein Willenskraft-Erfahrungstrank? Gegenstände, Tränke, Zeitaltertrank. Erfahrungswert, ja. Brauche ich eigentlich nicht. Brauche ich eigentlich alle nicht mehr. Daher drauf ihr wisst schon, was ich meine. So, weiter geht's. Hier dürften wir noch nie gewesen sein. Ja, das Blubbern der Angel beweist es. Hier waren wir definitiv noch nicht. Dann werden wir hier mal alles gründlichst durchsuchen. In der Gilde wartet eine wichtige Questkarte auf euch. Wir könnten mal. Ich würde mich mal wieder freuen, wenn hier mal irgendwo mal wieder eine Silberschlüsseltruhe wäre. So, jetzt angeln wir erstmal. Schön, dass er automatisch die bessere Angel nimmt. Es gibt ja zwei verschiedene Angeln. Es gibt eine normale Angel und es gibt eine Meisterangel. Die Meisterangel bekommt man, wenn man den Angelwettbewerb gewinnt von Fisher Creek. So, sehr schön. Damit kann man um einiges leichter angeln. Ich wiederhole das, glaube ich, alles nur, weil für mich das Spiel schon so verdammt lange her ist, dass ich das gespielt habe. Wie gesagt, also was heißt verdammt lange? Ist verdammt lange her. Verdammt lange ist her, dass ich die Aufnahme gemacht habe. Die letzte. So, Waffen. Nahkampfwaffen. So, wo ist jetzt Solos Großschwert? Der Sentinus. Aber ich habe doch vorher dieses Solos Großschwert gekauft, oder nicht? Das gibt's doch nicht. Ich habe doch vorher Solos Großschwert gekauft. Bin ich jetzt doof, oder was? Der Verkünder. Stahlaxt. Also irgendwie. Der Verkünder, da ist der, die Waffe, die ich angelegt habe. Stahlgroßaxt. Nee, das war's nicht. Solos Großschwert, so hieß es, glaube ich. Der Sentinus. Da ist es. Warum habe ich das vorher nicht gesehen? Das hat eine. Eine Flammenverstärkung, eine Gesundheitsverstärkung und eine Schärfeverstärkung. Ist halt eine Zweihandwaffe, aber macht mit einem Hit mehr Damage. Deshalb nehme ich das jetzt einfach mal. Also kann ich die ganzen Gegner dann mit einem Schlag töten. Ist natürlich auch angenehm. Was? Du lebst noch. Maul. Okay. Sag mal, denkst du nicht, dass es langsam für mich ein bisschen nervig wird, wenn du die ganze Zeit blockst? Ah, okay. Ich weiß schon, warum ich nicht mit dieser Waffe kämpfe. Ich meine, sie sieht schon geil aus irgendwo. Also, die hat schon was, die Waffe. Aber ich sag euch, warum ich nicht mit dieser Waffe kämpfe. Weil es eine Zweihandwaffe ist. Und ich mag, ehrlich gesagt, Zweihandwaffen nicht so. Deswegen werde ich weiterhin den Verkünder nehmen. So, um einiges besser. Oderla. Das Mana-Schild machen wir auch weg, damit wir nicht die ganze Zeit dieses nervige Pfeifen im Hintergrund haben.
oder Summen oder keine Ahnung was. Da kann man wieder graben. Offensichtlicher geht's fast gar nicht. Wenn man einmal weiß, dass man zu einer Stelle graben kann, oh, ein Silberschlüssel, dann, ja, ist es kein großes Geheimnis mehr, diese Stellen zu finden. So, was haben wir hier? Nichts. Was haben wir hier? Nichts Interessantes. Da oben sind nochmal so Räuber. Ich bekomme Gutheitspunkte, wenn ich die töte. Das regt einen schon ein bisschen auf, wenn man versucht, auf Böse durchzuspielen. So. Dann, da ist noch einer. So, lala. Ja, die können ja alle nix. Was es in dem Spiel auch noch gibt, es gibt in dem Spiel noch Attentäter, die sich auf dich fixieren. Allerdings weiß ich nicht mehr, durch welches Ereignis die ausgelöst werden oder ab wann im Spiel die kommen. Aber ich dachte, dass hier auf dieser Map auch irgendwann einer kommt. Man muss halt immer ein bisschen rechts oben auf die Minimap schauen. Wenn dann plötzlich ein roter Punkt auftritt, muss man sofort zu dem Punkt gehen. Weil wenn man alle Attentäter hat, dann glaube ich, passiert auch noch irgendwas. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Naja. Aber da unten ist noch eine Stelle zum Graben. Und eine Truhe. Und es hat wieder kurz geruckelt. Naja, ich muss mal gucken. Vielleicht später mal den PC neu starten, dann sollte das Ruckeln auch weg sein. Schum, 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 alles einsammeln. So, was gibt es hier? Schatztipp Nummer 6. Und hier gibt es... Silberschlüssel? Nein, könnte nicht sein, kann nicht sein, dass hier noch ein Silberschlüssel gibt. Boah, zwei Silberschlüssel auf einer Karte und beide zu vergraben. Das ist schon ein bisschen einfach. Jetzt haben wir wie viel? Ne, 20, 21 sowas um den Dreh rum. Gibbetwald. Ihr seht die Sonne nicht. So. Hört auf zu ihm. So. Ja, es ist schon ziemlich einfach, wenn man so, sag ich jetzt mal, lame kämpft wie ich. Ich tue halt jedes Mal Multischlag benutzen, damit wirklich jeder Gegner nur einen Angriff braucht. Aber ihr seht, ihr seid ja sicher nicht da, um mich kämpfen zu sehen. Ihr seid ja höchstwahrscheinlich da, damit ihr die Story seht und ich schätze mal wegen Commentary und einfach, weil ich so toll bin. Scharfrichterhügel. So. Jetzt geht es weiter zu Donner. Da ist er, der Donner und ganz viel Publikum. Meine Schwester hielt euch für ihren Freund und ihr habt sie getötet. Ihr ja, wisst was doch, jetzt was Rache bedeutet, nicht wahr, Bauerntölpel? Und die Lady wird mir gehören. Das wird sie nicht, solange ich denn noch ein Wörtchen mitzusprechen habe. So, was wir jetzt ganz Tolles machen können. Bäm! Was? Die sind unsterblich. Das ist ja langweilig. Die sind ja unsterblich. Wie sie ihn anfeuern, das ist ja voll mies. Die gehören überhaupt nicht zu mir. Bekomme ich sie nicht, bekommt sie auch kein anderer. Und deswegen muss man sich mit Donner anlegen, weil anders kommt man nicht in den Abschnitt, wo ich jetzt bin. Darunter. Ihr kämpft wie ein Dämon, aber ich werde nicht eher ruhen, bis Whisper gereicht ist. Ja, ist schon okay. Kann man hier nicht angeln? Kann man hier nicht angeln? Da, natürlich kann man angeln. Whisper, du musst jetzt erstmal... Donner, du musst jetzt erstmal kurz Pause machen. Hier ist nämlich ein Fisch. Danach lege ich mich mit dir an. Erstmal die, erstmal die großen Fische erledigen. Und dann kommst du. Oh, das war knapp. Ah, komm schon. Sehr schön.
Der Donner liegt da hinten rum. Das ist ja geil. Liegt da hinten rum und ich angel. Und noch ein Silberschlüssel. So, Donner, jetzt können wir gegeneinander kämpfen. So, glaubt ihr, ihr könntet bitte schön. Ihr Herz erobern, indem ihr mich tötet? Die Lady liebt mich. Sie liebt dich. Sie sagt, ich soll dich töten und du denkst... Der Typ ist aber schon ein bisschen dumm, oder? Ich meine, sie sagt, ich soll ihn töten und er ist trotzdem noch davon überzeugt, dass sie ihn liebt. Das ist schon sehr dumm. Würde jetzt alles hier enden. Ja. Okay, dann machen wir den letzten Kampf ein bisschen anders. Ah, leck. Ja, ich habe Mana-Schild, du machst mir keinen Schaden. Soll das werden, wenn es fertig ist? So, ich hau dich um. Also so ist jetzt der Kampf normalerweise, wenn man... Was für ein dunkler Tag, an dem Whispers Mörder mich besiegt. Wenn die Lady nur wüsste, was ihr seid, wie tief schwarz euer Herz ist. Na, lasst mich jetzt in Ruhe. Ich will dich wirklich töten. Er lebt noch, so ein Arsch. Er humpelt davon. Donners Helm, ich habe ihn getötet. So. Okay, dann haben wir das hier auch. Gibt es hier noch irgendwas zu graben? Nein, aber es gibt hier eine Silberschlüsseltruhe, die wir öffnen können mit für 15 Silberschlüssel, die wir natürlich haben, und eine Mana-Verstärkung. Das ist was Geiles. Oh, dann gehen wir hier raus. Und hier alles wirklich gründlich absuchen. Nicht, dass man was übersieht, weil ich glaube, man kommt hier nie wieder hin. Aber ich glaube, hier gibt es auch nichts anderes. Dieser Schlamassel gefällt mir nicht. Ja, war trotzdem gut. Hüpft rein. Jo, mach ich. Gibbetwald. Verdammt, ihr Blöden. Ihr habt mir Schaden zugefügt. Ihr habt mir Schaden zugefügt. Wie könnt ihr es wagen, mir Schaden zuzufügen? Dafür müsst ihr sterben, Mann. So. Diese Blöden. Ach, man kommt sogar wieder zurück. Ja, diese Tür kann man halt nur von einer Seite öffnen. So war das. Windmühlenhügel. Ihr werdet sterben. Aber wo war das nochmal mit diesen Attentäter? Ich dachte, hier war einer. Haltet eure Augen offen. Na komm schon, stirbt halt endlich. Wie viel Leben hat der? So. Da ist auch noch einer. Da habe ich schon gegraben. Ich muss jetzt mal schauen, wie viel Silberschlüssel ich habe. Gegenstände. Andere. Silberschlüssel. 22. Drei noch, dann kann ich eine weitere Truhe öffnen. Und zwar die in der Gilde, glaube ich, hat 25. Oder hat die 20 gehabt. Na, hier oben waren wir schon. Ich dachte, weil irgendwie muss man manchmal an so gewissen Stellen vorbeilaufen, dass der Attentäter spawnt. Aber das ist, wie es aussieht, nicht hier. Ach, das sind die Untoten. Die muss ich jetzt nicht extra töten. So, aber zurückkicken kann ich sie. So, wir haben jetzt Donner besiegt. Wir können jetzt Lady Grey heiraten. Außer sie hat natürlich noch eine Aufgabe für uns. Ich glaube nicht, dass sie noch eine hatte. Aber ich bin mir natürlich auch nicht sicher. Kann ja alles sein. So. Sodala, da sind wir. Nord Barrowstone. Die Tore, die sich automatisch öffnen. Egal, ob ich ein Mensch, ein Untoter oder sonst was bin. Oh, was sagt die hier noch? Jetzt habt ihr sie aber wahrhaftig beeindruckt. Hoffentlich seid ihr glücklich mit ihr und ihrem Reichtum. Ich frage mich, ob es Hoffnung für eine wie mich gibt, ohne Reichtümer und ohne Haus. Oh, wie wunderbar. Wir müssen woanders hinziehen. Lasst mich wissen, wenn ich euch begleiten soll.
Ach so, sie hat jetzt gefragt, ob ich sie heiraten will. Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann hat sie gesagt, oh, was für ein Glückstag. Oder hat sie gesagt, statt Lady Grey. Wo ist Lady Grey? Ich hab's jetzt nicht verkackt, oder? Und jetzt? Ich hab's verkackt. Ich hab's jetzt echt verkackt, oder wie? Das kann jetzt nicht sein. Ich hab was zu sehen. Ich hab's... Ah, ach nee. Fuck. Wann war denn der letzte Laden? Autospeichern um 15.46 Uhr. Das ist eine Zeit her. Das ist eine gewaltige Zeit her. Verdammt, ich habe das aus Versehen angeklickt. Das war jetzt blöd. Machen wir mal kurz Optionen. Weltspielstand, speichern auf 1. Ja, speichern wir mal schnell und dann machen wir schnell das hier. Laden. Autospeichern. Jawohl.